So, die ersten 4 Kilometer sind geschafft. Ja, ist ganz angenehm zu tragen. Also das Gewicht merkt man kaum. Sitzt wirklich eng am Körper. Heute geht es ums Laufen, und zwar werde ich zur Arbeit pendeln, und zwar laufenderweise mit einem Rucksack, den ich austesten möchte. Das ist I'm a Runbox, nennt sich der. Das ist wie so eine Hartschalenbox, und bisher bin ich selten oder noch gar nicht zur Arbeit gelaufen, weil ich einen relativ großen und schweren Laptop immer dabei habe. Aber dieses Hardcase ist jetzt mal so eine Sache, was ich mal ausprobieren will. Und das kommt in diesem Film und am Ende natürlich das Fazit, ob es auch funktioniert hat. Hier der Rucksack, ihr seht, Hartschale, alles sehr fest, sehr breite Riemen und hier auch noch so ein kleiner Hüftgurt, den man ummachen kann, wo auch noch relativ große Taschen dran sind. Wenn man den aufmacht, so sieht die Inneneinteilung aus. Da gibt es auch noch Zubehör, was man dazu kaufen kann, irgendwelche Innentaschen und so weiter. Ich nutze den jetzt einfach nackt, so wie er ist. Hier kommt mein Laptop rein und das liegt dann auch sehr nah am Rücken. Das heißt, das ist auch das Schwere, muss ja nah am Rücken liegen, umso bequemer ist es. Und dann hat man hier noch so ein Fach für Kleidung, Zubehör und so weiter. Das kann man so aufmachen und da hoffe ich jetzt mal, dass ich hier alles reinkriege, was ich so brauche. Ja, das ist alles, was ich mitnehmen muss. Einmal ein 16 Zoll Apple Notebook. Das ist das, was sehr, sehr knapp nur in den Rucksack reinpasst. Portemonnaie, Schlüssel, Kameras zum Drehen, Maske natürlich, Sonnenbrille, die setze ich auf. Dann habe ich hier Schuhe, Skinners-Schuhe. Die sind natürlich sehr, sehr geil, weil das sind die platzsparendsten Schuhe, die es gibt. Das ist natürlich auch für jeden, der Bikepacking macht, wirklich der Knaller. Und sind so Barfußschuhe und Sohle ist stichfest und so weiter. Die sind natürlich ideal jetzt, um sie mitzunehmen, platzsparend. Dann natürlich ein paar Klamotten hier, Unterhose, T-Shirt. Dann habe ich hier eine sehr platzsparend zu packende Hose. Das ist eine kurze Hose von Gore. Ja, und wir haben zwar Frühlingswetter, aber im Schatten ist es dann doch noch ein bisschen kühler. Da habe ich hier so eine ganz, ganz dünne Jacke, die ich platzsparend mitnehmen kann. Die nehme ich eigentlich immer dann mit, wenn ich keinen Platz habe für was anderes. Ist auch zum Wandern ideal. So, dann fange ich mal an zu packen. Also als erstes das Notebook hier rein. Und ihr seht schon, das ist gerade so, ich muss es hier so ein bisschen stopfen, dass es hier so reinpasst. Also 16 Zoll ist so das Letzte, was man hier reinquetschen kann. Und dann nehme ich dieses Fach hier für die Hose. Schlüssel und Portemonnaie packe ich in die Hose, damit das nicht so klappert und da sicher verstaut ist. Packe ich jetzt ein bisschen hier an die Unterseite, weil Portemonnaie und Schlüssel haben ja auch ein bisschen Gewicht. Also ich packe halt immer das Schwere nach unten, das Leichte nach oben, wobei jetzt ein Schlüssel nicht ultra schwer ist. Aber wenn hätte ich was Schweres, kommt es natürlich nach unten. T-Shirt, die Unterhose und dann kommt hier diese ganz kleine Jacke. Stopfe ich auch hier rein. Maske und die Schuhe kann ich so Sohle auf Sohle legen oder halt auch hier draußen theoretisch ins Fach packen. Aber ich lege die hier Sohle auf Sohle. Dann sind die ja auch sicher verpackt. Die sind jetzt eh noch relativ sauber. Die kann man auch in der Waschmaschine waschen. So, und dann war es das schon. Zuklappen. Und alles ist gepackt. Hier vorne in den Hüftgurt packe ich jetzt die Kamera hinein. Einmal die GoPro nach links. Und die Sony ZV-1. Die Vlogging-Kamera nach rechts und die beiden Ersatzakkus kommen hier noch mit zur GoPro dazu. Ja, dann war es das schon. Jetzt probiere ich erstmal aus, ob das überhaupt mit meinem Laufshirt geht. Sonst muss ich ein langärmeligeres Shirt anziehen, ob das tatsächlich hier noch und auf dem Stoff aufliegt. Nicht, dass das scheuert. Ja, zieht mir doch, glaube ich, lieber gleich ein richtiges T-Shirt an, weil das könnte jetzt hier scheuern, weil die Auflagefläche hier sehr, sehr breit ist. Und was es natürlich super bequem macht, aber ich habe jetzt keine Lust, dass das hier an meinen Arm scheuert. Ansonsten hier hat man die Schlaufen zum Zumachen. Das, was hier so rüberhängt, kann man hier hinten so in der Seite noch ein bisschen verstauen. Hier oben ist auch noch eine Schlaufe. So. Ja, fühlt sich stabil an, bewegt sich nichts am Rücken, also sitzt wirklich fest am Rücken. Und dann laufe ich jetzt mal los, aber einmal noch T-Shirt wechseln.
So, T-Shirt ist gewechselt, herrliches Wetter und dann kann es jetzt losgehen. So, die ersten 4 Kilometer sind geschafft. Ja, ist ganz angenehm zu tragen. Also das Gewicht merkt man kaum. Sitzt wirklich eng am Körper. Ihr seht das vielleicht auch ein bisschen, da schlackert nichts. Und fühlt sich echt gut an. Ja, fühlt sich echt besser an als erwartet. Weil ich dachte so, naja, mit Gewicht und sonst wie wird das alles ein bisschen anstrengend. Aber es läuft sich eigentlich ganz normal. Weiter geht's. Ja, wunderbare Strecke hier am Maschsee entlang. Tolles, ja, Frühlingswetter. Die Bäume sind noch kahl. Aber das dauert jetzt noch 1-2 Wochen, dann sind die wahrscheinlich auch grün. Und ja, ist auch mal ganz schön. Also das mit dem Joggen zur Arbeit, das wird nicht das letzte Mal bleiben hier. Ja, schöne Strecke und man ist langsamer als mit dem Rad. Das heißt, man sieht auch viel mehr und genießt das auch viel mehr. Also schöne Alternative. Dann schlage ich für euch jetzt hier noch mal einen kleinen Haken am schönen Hannoveraner Rathaus vorbei. Leider zum Teil eingewickelt in Baugerüst, aber trotzdem schön. So, jetzt aber zurück auf den Arbeitsweg. Die Arbeit ruft. Ja, hier rechts von mir übrigens die Leine. Hannover liegt an der Leine. Das ist unser Fluss. Nicht so ultra spektakulär, aber trotzdem ganz schön hier lang zu laufen. So, die letzten paar hundert Meter gehen hier leider durch die Stadt, aber egal. So, geschafft. 11 Kilometer waren es, ging erstaunlich gut mit dem Rucksack, war kaum zu spüren. Ich wiege den jetzt mal, ich habe jetzt vorher gar nicht gewogen, wie viel Kilo ich da mit mir geschleppt habe. Also knapp 4,4 Kilo. Ja, wenn ich ihn gleich ausgepackt habe, wiege ich den auch noch mal leer. Ja, insgesamt eine tolle Erfahrung, war jetzt überhaupt gar kein Problem. Die 4 Kilo hat man nicht gemerkt, das muss man ganz klar sagen. Es ist jetzt vielleicht nicht der Rucksack für einen Trailrunner, der wirklich ultralange Distanzen macht. Ich war jetzt knapp über 1 Stunde unterwegs, da ist das alles okay. Und gerade dann, wenn man Laptop und ja, Sachen dabei hat, dann ist natürlich dieses stabile Gehäuse wichtig. Wenn ich jetzt wirklich in einem Trailrun 1-2 Stunden machen würde oder mehr als 1,5 Stunden oder sowas, wenn ich auch was zu trinken brauche, dann gibt es sowas von Orange Mud, das haben wir zum Beispiel im Sortiment. Könnt ihr euch mal angucken mit einer Trinkblase und alles ein bisschen weicher, weil hier hat man ja doch schon etwas härtere Gurte als bei einem echten Trailrucksack. Aber so fürs Pendeln, für meine Stunde zur Arbeit, ist es perfekt. Also ich bin völlig begeistert. Ich verlinke das Produkt unten, ist auch in unserem Sortiment zu finden jetzt, weil nach dem positiven Test müssen wir es auf jeden Fall mit im Shop aufnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare und ich wiege jetzt noch mal schnell nach dem Auspacken den leeren Rucksack und springe jetzt unter die Dusche. Bis bald. Ja, ca. 1,2 Kilogramm Leergewicht. Wahrscheinlich kann man noch 30 Gramm abziehen, weil es einmal voll geschwitzt ist von mir. Aber alle Sachen im Rucksack sind natürlich trocken geblieben.